Ja, wir sind schon online. Ja, dann begrüße ich gerade mal alle Zuschauer zu einer quasi einer Sondersendung. Hier aus dem Haus in Puerto Pallienza in Mallorca. Und was hier ursprünglich mal vor zwei Wochen fälschlicherweise als Hausbesetzung angefangen hat und was wir auch als solches auch selber in dem Moment so gesehen hatten, weil wir es nicht besser wussten, hat sich halt inzwischen zu was völlig anderem entwickelt, was wesentlich größerem, es kamen halt einige Bausteine mit den Tagen zusammen, wo uns klar wurde, was wir hier eigentlich in der Hand haben und dass das mit Hausbesetzung eigentlich überhaupt nicht unbedingt zu tun hat, sondern durch eine vermeintliche Hausbesetzung eigentlich nur hervorgerufen wurde. Ich begrüße auch im Raum Lola und Kamerakind Kai heute. Hallo. Kai hat Das Kamerakind hat ein neues Handy. Und sagen wir, endlich wenigstens da schon mal vernünftige Technik. Ich arbeite immer noch hier mit meinem. Deswegen bitte entschuldigt im Moment, ich kann auch dann bei dem, was ich hier gerade reinkriege, an Feedback am Tag, komme ich wirklich gerade mal hinterher, ganz kurz und knapp die meisten Anfragen und E-Mails zu benutzen. Bitte tragt mir nach, wenn ich gerade keine Zeit habe, eure Chroniken im Auge zu behalten. Ich kann nur nicht mal meine eigenen im Auge behalten. Hier, mein tolles LG, das lahmste Handy der Welt. Ich könnte fast stolz drauf sein. Ja, manchmal würde ich gerne in die Wand pfeffern und dann denke ich mir aber danke, dass wenigstens du noch da bist. Warum das Ganze jetzt noch was zu viel größer geworden ist und was für mich der Anlass dazu ist, dieses Video zu machen, ist folgendes. Es brauchte definitiv ein Tool, um das Ganze ein wenig einfacher zu gestalten, diese ganze Vernetzung, um die es hierbei geht, da gehe ich später noch drauf ein. Und dann hatte ich letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag, den Stefan, den Programmierer von der Wir-Karte angeschrieben und hatte ihn gefragt, ob es möglich sei, diese Seite quasi zu doppeln, auf dem anderen Server hochzuladen und statt einer Wir-Karte oder zusätzlich zur Wir-Karte eine Ihr-Karte zu machen. Und Stefans erste Reaktion darauf war, wieso willst du denn da was Einzelnes machen, was extra machen, lass uns das auch mit der Wir-Karte zusammenlegen. Dann hatte ich einen Tag später noch ein Gespräch, oder wir hatten ein Gespräch mit einem Praktikantenredakteur, also ist ein Praktikant, aber er schreibt Artikel in der Mallorca-Zeitung, und zwar im Moment über leerstehende Häuser in Mallorca. Und so kamen wir natürlich dann zwangsläufig ins Gespräch, auch über das, was wir hier gerade machen. Und darüber könnte es dann eventuell auch irgendwann noch einen eigenen Artikel geben und nicht nur auf der Mallorca-Zeitung, weil das halt eben wirklich was Größeres ist. Woraufhin ich den Gunnar angeschrieben habe und gefragt habe, ob man da was zusammen machen kann, weil davon abhängt, was ich dem Reporter da jetzt sagen konnte, musste, um klare Worte zu halten. Woraufhin Gunnar auch sagte, ja, hört sich gut an, was ist es denn genau? Woraufhin halt eben Stefan und Gunnar beiden gesagt habe, ich schreibe einen Text, der quasi einen Entwurftext, der direkt auf die Seite könnte, so, damit ich eine anhaltende Linie habe. Und diesen Entwurf habe ich über Stunden, als er fertig war, versucht, an Stefan und Gunnar zu übermitteln, aber das funktionierte nicht, weil er auf diesem kleinen Netbook drauf ist, dass ich mit diesem Handy nicht ins Internet bekomme und die beiden Dinge auch irgendwie nicht verbunden bekomme, sodass ich den Text aufs Handy bekommen könnte. Und dann ist es mir nach wirklich über einer halben Stunde, wo das da stand, ich lade hoch, war auf einmal tatsächlich das wenigstens auf meiner Wall gepostet. Innerhalb der halben Stunde oder Stunde, die das online war, ist das direkt 6-mal geteilt worden. Die Resonanz war super drauf.
Und dann meldeten sich Gunnar, Stefan und Alrun, weil sie gesehen hatten, dass ich das verbreitet habe. Und musste ich dann erstmal erklären, hallo, ich mache sofort wieder runter, was nur eine halbe Stunde dauerte, bis es dann unten war, bis dieses Ding gelöscht war. Also nur um euch mal zu zeigen, wie ich hier gerade arbeite. Also tragt mir bitte nicht nach, wenn ich gerade eure Mails nicht sofort beantworten kann. Ja, und dann passierte halt eben etwas, was für mich fast unfassbar war. Die Reaktion, also den Text, lade ich auf jeden Fall jetzt noch, also bevor ich halt ins Internetcafé für oder sonst irgendwas, den lade ich bei mir auf Skript hoch. Ich werde den Link in die Videobeschreibung setzen, damit ihr wisst, worum es geht. Ich werde ihn hier aber gleich noch vorlesen, weil ich ihn auch erläutern will. Ja, das Problem ist, dass halt eben Gunnar, Albun und Stefan, nämlich in der Folge einfach nur Gas, ist schneller, die Reaktion war halt eben Unverständnis, weil sie zuerst überhaupt gar nicht begriffen haben, worum es ging und ich mir sowieso schon die Finger rund tippen musste, dann wollten sie nicht kapieren, dass ich nicht einfach ins Obi-Talk kommen kann, weil das für mich auch funktioniert. Ich wurde nicht wirklich ernst genommen. Und dann hieß es gestern tagsüber, ja, können wir machen. Und gestern Abend war es dann doch wieder nicht möglich, weil wir zu Straftaten aufrufen. Nochmal, auch für euch drei, hier ruft niemand zu Straftaten auf, hier ruft niemand zu Hausbesetzungen auf. Das ist etwas, was beiläufig passiert ist und auch in gewissem Rahmen passieren kann, ohne dass es zu etwas Illegalem wird. Und ihr habt es immer noch nicht verstanden, auch wenn Gunnar meint, er hat verstanden, worauf das Ganze hinausläuft. Gunnar, ich sagte, du hast noch keine Ahnung, wirklich nicht. Oh, das ist es. So, Gases Reaktion war halt eben Aufruf zu Straftaten, Angst vor irgendwelchen Reaktionen auf die AGBs und bla bla. So, und dazu sage ich nur, ja, das wird immer wieder auch passieren, dass bei allem, was wir tun, irgendjemand mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, das ist aber strafbar. Ja, kann man immer so auslegen. Das sind wir doch mittlerweile gewohnt, oder nicht? Ich erinnere mich da an Dinge, die wir getan haben, wie Personalausweise zu schneiden oder was weiß ich was. Das waren Straftaten und da haben wir wirklich zu aufgerufen. Aber das hier hat mit all dem überhaupt gar nichts zu tun. Wir rufen auf den Aufbau, wir rufen zum Aufbau des Planeten auf. Und das ist, ja, es ist alles Auslegungssache. Und hier, genau hier, findet dieser Paradigmenwechsel statt. Und da stehen wir vor dem, was Paradigmenwechsel bedeutet. Und dieser Paradigmenwechsel bedeutet, dass man sich von gewissen Denkweisen alten halt eben trennen muss. Sonst kann man kein Paradigmen. Das ist, Paradigmen sind Denkweisen. So, und wenn wir einfach all das, was wir tun, weiterhin zulassen, indem wir deren Sichtweisen akzeptieren, die das, was wir tun, kriminalisieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das halt eben weiter so bleibt. Alles. Also es ist, ne, wer mir hier ankommt und mir sagt, das, was wir eine Straftat machen, ist, dann sage ich, behalte deine perversen Gedanken für dich. So, und da soll mir einer kommen. Ne, und wir haben es überhaupt, wie gesagt, wir haben es überhaupt gar nicht nötig, uns mit irgendjemandem rumzuzocken. So, jetzt muss ich mir mal meinen Krempel machen, gerade pervers kommen. Ne? Pervers steht hier. Ne? Ja, es ist pervers, jemanden, der angefangen hat, A, zu erkennen, okay, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist hier gerade wenigstens auf jeden Fall Nahkrieg, erstmal Nachkriegszeit. Und da müsste man sich ein bisschen verhalten wie Trümmerfrauen. Da muss man mit geringen Ansprüchen gerade erstmal angehen und das Verfügbare nutzen. Und genau das tun wir. Und wenn hier, wie gesagt, nochmal, wenn hier die Besitzerin kommt, wir wissen inzwischen, dass es eine Besitzerin gibt, eine sehr alte Besitzerin, die hier garantiert erstmal überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu machen, und sie uns wirklich hier nicht haben will, durch Vernetzung, selbst ohne Karte auf der Wir-Seite, haben wir es soweit geschafft, uns zu vernetzen, dass wir hier auf jeden Fall schon mal sicher sind.
dass wenn die Polizei oder irgendwer kommt, der sagt, ich will euch hier nicht haben, alles klar, kein Problem, danke für, wir haben hier ein bisschen sauber gemacht und aufgeräumt und dafür hier geschlafen und unsere Sachen hier gebunkert, die nehmen wir jetzt alle wieder mit. Dankeschön. Und dann ist hier nichts passiert. Den Strom, den wir brauchen, wir haben eben festgestellt, dass es unten Strom gibt, indem man eine Sicherung nochmal. Das erste, was wir getan haben, ist einen Stromzähler zu fotografieren, für den Fall, dass irgendjemand mit einer Stromrechnung rankommt, die wir dann gerne bereit sind zu bezahlen. Wir erschleichen hier überhaupt nichts. Und ich möchte bitte darauf hinweisen, dass es besser ist, es so wahrzunehmen, wie ich es gerade sage. Ne, vor allen Dingen die, die das selber machen. Nehmt es so wahr und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Diese ganzen Bedenkenscheiße, das ist das, was alles unsicher macht. Ja, und an der Stelle möchte ich gerne dann noch darum noch bitten, ne, weil mir das halt eben, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich, wo ursprünglich mal die Idee für aufkam, die Wirkarte zu gestalten, nämlich dass man sich treffen kann, um wirklich auch 8, 5, 13 mäßig Dinge zusammen endlich zu tun, die endlich getan werden sollten. So. Und da ist dann eben die Frage, so, ne, wir sind hier, super geil, tolle Sache, wir sind hier, prima, Wirkarte draus geworden, ganz klasse. Die Frage, nächste Frage ist, wo sind wir nützlich? Wo können wir uns dienlich machen? Wo können wir uns hinbewegen, um wirklich was zu tun? Um wirklich endlich eine Veränderung auch selber mit durch unsere eigenen Hände hervorzubringen. Und dafür wäre die IR-Karte auf der IR-Karte eben halt eben saugeil. Was mir dazu halt eben durch den Kopf geht, ist, dass hier, das ist ein Service von uns für uns. Ich möchte bitte daran erinnern, dass wir ursprünglich dazu da war, auszudrücken, dass mit wir hier alle gemeint sind, die hier auf diesem kleinen Planeten zusammen eingepfercht sind und aufeinander angewiesen sind. Das sind wir. Diesem Wir kann sich eigentlich überhaupt gar keiner entziehen, weil mit diesem Wir die komplette Menschheit gemeint ist. Wir, die verantwortlich, die wir hier leben, deren Garten das alles ist und die aus ihm machen, was aus ihm gemacht wird. Wir. Und ich möchte an dieser Stelle bitten, mich aus dem Team dieser Wir-Karte rauszunehmen, weil vor allen Dingen so wie ich da drin stehe, als Urvater des Wir-Gedankens und bla bla, ist eure Form von Selbstbeweihräucherung. Ich brauche diesen Scheiß nicht. Das ist eine blöde Lobhudelei, die mir genauso wenig bringt wie irgendjemand anderem auch. Ich möchte da nicht mehr Teil dieses Teams sein, das dafür verantwortlich ist, was aus der Bierkarte wird. Das ist mittlerweile ein elitär geführtes Ding, wo ich vergessen habe, dass ich habe die Falschen gefragt. Eigentlich hätte ich die Frage überhaupt gar nicht an Gunnar richten sollen, an Stefan. Also das kam mir nur auf, weil ich wusste, dass Stefan sowas programmieren kann. Aber gestern ging mir auf den Moment mal, wenn wir hier von Basisdemokratie reden, dann sollte wenigstens jeder wissen, wovon wir hier reden und sein Mitspracherecht nutzen. Ab hier ist alles, was ich sage, bitte einfach als Wirkarten-User zu verstehen. Ich bin kein Teammitglied mehr. Danke. Wenn ich sowieso, wenn man mit mir nicht arbeiten will, dann bin ich wohl kein Teammitglied. So, dann komme ich als nächsten Punkt zu dem IHR. Das wird jetzt ein bisschen ausführlicher, weil ich es ausführlicher haben möchte. Und deswegen sage ich, es ist eine Sondersendung. Bleibt einfach dran und dann kommt mehr Klarheit. Was ist das oder der IHR denn eigentlich? Kam die Frage immer wieder jetzt auf. Und um das zu erklären, habe ich halt eben folgenden Entwurf geschrieben. Es ist nur ein Entwurf, aber ich werde ihn genauso, weil das hier an die Wir-Gemeinde gerichtet ist, genauso lesen, wie ich es geschrieben habe. Und genauso werde ich es auch bei Skript hochladen, nur zur Einsicht. Das hat nichts Offizielles, es geht nur, es ist Gegenstand dessen,
was ich hier euch gerade einfach anbieten und vorschlagen möchte und in der Folge gleich noch, bevor ich zum Ende komme, euch um eure Meinung bitten möchte. Also, folgendes. IHR, das Intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando, ist nicht meine Idee gewesen, gibt es schon eine ganze Weile, fällt mir nur gerade erst auf, wie dienlich uns das alles ist. Präsentiert von www.wirkarte.de und 8513. So wäre es, hätte ich es mir am liebsten vorgestellt, wäre es am, hätte ich es am coolsten gefunden und wäre am sinnvollsten gewesen. Immer noch ist es immer noch. Ne? Das IHR ist eine überinternational agierende Sondereinsatztruppe, die aus einem universellen gemeinsamen Wir hervorgeht, das wir alle tief in uns irgendwann schon einmal gefühlt haben. Überinternational, weil es gerade wir für uns sind Regierungen und Länder genauso Hirngespinste wie das IHR auch eins ist. Ne, wir, Kai und ich, machen das jetzt schon fast 2 Wochen und stellen fest, dass man das genauso real erleben kann, wie Deutscher zu sein oder Bayern-Fan oder was weiß ich was. Mission Save Big Mama. Das IHR bildet eine operative Einheit im Namen der freien Menschheit und ist hier auf der Erde, Codename Big Mama, dafür zuständig, den Verfall des Planeten zu bremsen und zu stoppen. Und anschließend den Wiederaufbau einzuleiten. Jedes Wort hier ist bewusst gewählt. Das IHR ist völlig frei von Hierarchie geleitet. Jedes Teammitglied untersteht ausschließlich sich selbst. Es gibt keine externen Führer, keine Gurus, keine Obermacker oder sonst irgendwas, braucht man alles nicht. Wir brauchen es nicht, weil wir König von uns selber sind und so einen Scheiß einfach überhaupt nicht mehr brauchen. Deswegen ist es bei uns überhaupt nicht mehr drin. Ja, wenn dann jemand einen Führer spielt, dann ja, ne, wie in Benissalem, wo der David da so Anwandlungen zeigte und wir einfach sagen konnten, IHR-mäßig, danke, ja, behalt du es für dich, dein besetztes Haus. Geführt werden wir ausschließlich durch unsere Intuition. Wir folgen keiner politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Motivation. Wir retten. Das ist wichtig. Das ist eine wesentliche Grundlage für alles, was wir machen. Gewalt ist uns nicht dienlich. Das heißt, mit der Polizei rumkloppen oder um irgendwelche Besitzansprüche streiten, genauso gut. Die Aufgabe. Rettung und Instandsetzung von Lebensraum, nicht Häuser besetzen. Rettung und Instandsetzung von Lebensraum und allem, was darin befindlich ist. Allein in Deutschland stehen laut Süddeutscher Zeitung 11 Millionen Wohnungen leer, während 4 Millionen Obdachlose auf der Straße sitzen. Das heißt, eigentlich könnte jeder Obdachlose fast 3 Wohnungen haben. Könnte. Zusätzlich zahlen Millionen von Menschen deutschlandweit und Milliarden von Menschen weltweit völlig überteuerte Mieten. Die Hauptgründe sind dafür wirtschaftliche Spekulation und Habgier. Wir verzichten auf das Besitzdenken und konzentrieren uns stattdessen darauf, das im jeweiligen Moment Verfügbare sinnvoll zu nutzen. So wie das hier gerade. Keine Besitzansprüche, nichts. Sobald irgendein Problem kommt, können wir hier weg. Das ist wichtig. Das ist anders als bei der Hausbesetzung. Aber das Verstehen versteht das Gas nicht. Beispielsweise kümmern wir uns um verfallende Immobilien, deren Besitzer entweder kein Interesse oder kein Geld mehr für sie übrig haben. In Mallorca haben wir an den ersten Häusern die Arbeit in diesem Sinne aufgenommen. Binissalem, hinten steht noch ein Haus, hier auch. Ne, und es geht weiter. Einfach ohne zu fragen, weil wir nicht wussten, wen wir fragen sollten, aber auch dann da standen und gesagt, okay, wir können jetzt hier wieder warten oder einfach loslegen. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir haben nicht mehr gewartet, wir haben einfach losgelegt. Und wenn jemand ein Problem damit hat, dann wird der schon kommen. Dann können wir dann mit dem Reden alles auseinanderklammern und im Prinzip alles so verlassen, wie wir es vorgefunden haben. Nur sauberer.
Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja, fun, ja. Ehrenamtlich, ohne weitere Gelder zu benötigen und lediglich gegen, gegen Logis in den Räumlichkeiten, für Kost sorgen wir selber, die wir auf diese Weise beleben und nach aufwirtschaften. Finanzielle Möglichkeiten stehen dabei jedem IHR-Mitarbeiter in dem Rahmen zur Verfügung, wie er selbst Geld durch Gelegenheitsjobs, Spenden oder anderes generieren kann. Oder ich steche Tätowierungen, andere können, hey, Geld generieren auf, in der freien Welt kein Thema. Ne? Habt ihr auch noch nicht begriffen, solange ihr noch im alten System arbeitet. Aber hier generiert man Geld, das gehört einem nicht, wenn es gebraucht wird, wird es da geholt, wo es hergegeben wird. Und dann ist es da, kann sofort wieder weg und so bleibt alles im Fluss. Eine IHR-Kasse existiert nicht und wird auch nicht gebraucht. Wir brauchen kein Spendenkonto für den IHR, weil jeder, der Geld zugesteckt bekommt, das deswegen zugesteckt bekommt, weil das mit direkter persönlicher Dankbarkeit verbunden ist. Da gehört das Geld hin, da wird es verdient, da ist es sinnvoll aufgehoben. Auf die Weise braucht niemand was zu verwalten, sondern alles verwaltet sich. Wichtig, dem IHR geht es nicht darum, diese Häuser zu unserem Eigentum zu machen. Nochmal, ich kann nur genug drauf rumkommen. Kommt eines Tages jemand mit Besitzansprüchen, nachher sind wir in der Lage, dankend einfach zu gehen. Und zwar dank der Vernetzung über die IR-Karte einfach ins nächste Haus. Das wäre dann das, was es als Tool auf der IR-Karte geben würde. Was anfänglich als Hausbesetzung missverstanden wurde, hat mit solcher rein gar nichts zu tun. Das mussten wir aber wir auch selber erstmal sehen und kapieren. Wir sind keine Besetzer. Wir sind einfach nur verantwortungsbewusste Menschen, die es nicht übers Herz bringen, den Verfall dieses paradiesischen Planeten durch Habgier und Gedankenlosigkeit einfach weiter tatenlos zuzugucken. Das trifft auf den Punkt. Ey, mir ist scheißegal, was alle anderen machen, aber ich will sowas tun, ich will Produktives tun und deswegen, das mache ich schon seit Jahren und deswegen erlebe ich die ganze Zeit so eine geile Scheiße. Nur deswegen, weil ich es mache. Andere kommen, ich will auch keine Person. Ja Mann, dann komm hierher, Mann. Ich musste hier auch erstmal herkommen, ich habe mich hier nicht hergebeamt, sonst plötzlich alles und dann war, oh, geil. Mann, da muss man Schritt für Schritt gehen, aber man muss anfangen, in diese Richtung zu gehen. Und wenn du hierher willst, dann scheiße, wenn du morgen erstmal wieder in Richtung Arbeit dackelst. Kapier's endlich. Das ist eure Zeit, die da vergoldet. Mach nicht, Mann. Erzähl dir nicht was. Egal. Doch nicht nur Häuser können gerettet werden. Da draußen liegt gerade ein havariertes Boot, wo der IHR auch um Hilfe gebeten wurde, was wir jetzt aber anders regeln. Zeigen wir euch dann im anderen Weg. Aber auch IHR-mäßig. Vieles steht ungenutzt herum. Das IHR sorgt dafür, dass diese Dinge wieder genutzt werden. Dabei braucht niemand jemandem etwas zu stehlen. Es geht hier darum, dass man alles teilt. Teilt. Nicht tauscht oder sonst was. Teilt. Einfach teilt. Nur die Sachen, die sowieso die ganze Zeit rumstehen. Keinen persönlichen Besitz, was man jeden Tag braucht oder sonst irgendwas. Aber das, was man teilen kann, einfach teilen. Dann wäre alles frei. Kapiert ihr nicht? Ne? Entschuldigung, ich muss nicht darüber kaputt lachen, weil das sowas vom Kindergarten ist. Absprache auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt reicht völlig aus. Das ist das, was ich gerade meinte. Um schadenfrei zu operieren. So können auch Gärten, Boote, Autos, andere Fahrzeuge und so weiter und vor allem containerweise Lebensmittel, deren Besitzer es ebenfalls verfallen lassen müssen, gerettet und einem Sinn zurückgeführt werden. Scheiße, ne? Das wegschmeißen geht's noch, Mann. Und da guckt man zu, und da fragt sich keiner, ob das strafbar ist oder nicht. Das ist das Verbrechen an der Menschheit schlechthin. Habt ihr eigentlich überhaupt noch wo sind eure Relationen, wenn ihr mir so einen Scheiß schreibt? Entschuldigung, dass ich gerade öffentlich so mit euch rede, aber geht's noch? Wacht mal bitte auf, ihr drei.
Dabei sichern wir uns ebenseitig ab und sind so einfach nicht darauf angewiesen, dass uns jemand an einem Ort in Ruhe lässt, weil wir flexibel genug sind, jedem Stress einfach auszuweichen. Stress lenkt von unserer Arbeit ab und übrigens Illegalität auch. So wie ich seit Jahren lebe, spätestens seitdem ich seit April 2009, also vor 5 Jahren, meinen festen Wohnsitz verlassen habe, kann ich mir Illegalität beim besten Willen nicht leisten. Den kleinsten Scheiß, den ich mache, würde sofort denen die Möglichkeit geben, mich verschwinden zu lassen. Dann wäre ich ganz schnell weg. Aber ich bin's nicht, weil Illegalität in meinem Leben eben nicht dienlich ist. Und deswegen ist das hier, ich würde euch das nicht vorwerfen, wenn auf den Tisch legen, wenn ich das nicht vorher schon als absolut wasserdicht geprüft hätte. Als Journalist ist es mir nicht dienlich, sowas anzubieten, wenn ich nicht genau weiß, dass es funktioniert, weil ich es ausprobiert habe. Und zwar egal, wo ich bin, ob ich jetzt auf Mallorca bin oder in Deutschland. Was sind das für Ausreden? In Deutschland ganz anders. Ich komme gerade aus Deutschland, gerade ein halbes Jahr hier. Ich bin die letzten 2 Jahre durch Deutschland gefahren, habe mir das sehr genau angeguckt. Ich glaube, ich weiß sehr gut, was in Deutschland geht und was nicht. Warum ich sowas hier auch immer noch auf deutschsprachig mache und überhaupt. So, Stress lenkt von unserer Arbeit ab. Wir sind im Interesse von Ruhe, Frieden und Liebe im Universum unterwegs. Jeder, der das in sich fühlt, ist teils, ja, das weiß man nicht. Da ist es kontraproduktiv, sich mit wem auch immer herumzuzanken. Polizei, Besitzer, was weiß ich was. Jeder soll frei seinen eigenen Interessen folgen können. Achtet man dabei einfach darauf, keinen Schaden anzurichten, kann man das völlig bedenkenfrei tun, wie unsere eigenen langjährigen Studien beweisen. Ihr seid doch dabei gewesen, ihr wisst doch, wie die Dinge laufen. Aber ich bin der, der spinnt. Die Vielseitigkeit der möglichen Einsätze ergibt sich aus den individuellen Fähigkeiten und Interessen der Teammitglieder und dem Bedarf in ihrem Umfeld. Jeder kann etwas anderes und sieht in seinem Umfeld Dinge, die getan werden können und sollten. Wenn wir mit dem 8513 Gedanken sind. Das war schon Teil dessen, das habe ich nur damals noch nicht gesehen. Und jeder sieht etwas anderes als jeder andere. Und genau das kann man endlich mal nutzen. Über das IHR, dem jeder aus freien Stücken beitreten kann, kann so jeder wieder seinem Leben einen Sinn geben. Egal an welcher Stelle seines Lebens jeder gerade steht. Mitglied wird man durch Handeln und einfache innere Bekennung zum IHR. Keine Einträge nötig, keine Ausweise, ihr könnt euch Visitenkarten machen, ihr könnt euch nennen, wie ihr wollt. Ich bin der Universator, kann aber jeder andere auch sein. Ja, ich bin Botschafter und ich bin Pressesprecher. Am besten ist man, man nennt sich irgendwie nach dem, was man gerade so macht. Ja, Universator bin ich trotzdem. Aber wie gesagt, kann jeder auch sein. Ne? Egal an welcher Stelle seines Lebens jeder gerade steht. Mitglied, achso, das war ja schon, es gibt keine Meldepflichten, auch wenn die Wir-Karte ausreichend Meldemöglichkeiten bietet. Und die Wir-Karte dann auch. Entweder ist man von Herzen dabei oder eben nicht. Beides ist völlig in Ordnung. Das IHR ist eine freigeistige Organisation, ein Hirnkonstrukt, wie zum Beispiel ein Staat auch eines ist. Wie alles andere in der realen Welt ist auch das IHR nur ein erdachtes Spiel. Wichtig, das im Auge zu halten. Das ist Online-Gaming, das ist ein Online-Gaming-Spiel hier. Aber eben, ne, ob euch das bewusst ist oder nicht. Diese ganze Politik spielen da draußen auch. Das ist auch ein Online-Spiel. Mit dem Unterschied, dass wir uns dessen bewusst sind, weswegen wir auch Staaten nicht mehr als ein Spiel sehen können. Nicht mehr als ein Spiel sehen können. Wir können also
Mitreden kann gerade eigentlich nur, wenn man mitgespielt hat. Hier. Und genau dazu ist gerade jeder herzlich eingeladen. Nee, jeder einzelne Mensch auf der Erde herzlich eingeladen. Man sollte uns nicht allzu ernst nehmen, auch wichtig. Das, was wir tun, allerdings wohl. Das ist nämlich nicht nur Gerede, wir machen das. Und das macht einen immensen Unterschied. Und deswegen sollte man das ernst nehmen. Weil für uns ist gerade völlig real, ist dadurch, dass wir nicht nur darüber reden, sondern es tun. Die Zeiten ändern sich gerade gewaltig. Und im Moment sollte jeder hier sich erlauben, sein Leben einmal gründlich zu überdenken. Die Irrkarte ist ein Kartenlayer der Wir-Karte, auf dem zu rettende Objekte lokalisiert und katalogisiert sind. Das heißt, nicht nur Scouts tragen da irgendwas ein, sondern auch Leute wie der Tom zum Beispiel, der sagt, hey, ich habe in Malaga ein Grundstück, kann mich nicht drum kümmern, bitte geht hin. Nicht nur Scouts, die irgendwie sagen, hier, da muss man sich mal genauer angucken und dann schon mal katalogisieren. Das kann man in drei Stufen machen. Sachen wie hier, wo noch nicht klar ist, wer der Besitzer ist. Sachen, wo klar sind. Das kann man alles, das kann man ja farblich abgrenzen oder wie auch immer. Dass man sofort sieht, mit was für einer Form von Objekt man mit dem Marker auf der Karte zu tun hat. Ohne den geringsten Aufruf zu irgendeiner Straftat. Findet ein IHR-Scout eine Lokalität oder hat jemand eine anzubieten, dokumentiert, wobei natürlich der Besitzer Tom ist in dem Moment auch ein Scout, der uns sagt, wo auf der Karte ein Marker zu finden ist, wo Hilfe gebraucht wird. In diesem Fall direkt mit dem Häkchen hinten dran, ist okay mit dem Besitzer. Auf Wiedersehen, bis gleich. Dokumentiert er sie per Foto oder Video und setzt einen Marker auf die Karte. So finden wir schnell heraus, wohin wir uns sinnvoll bewegen können. Und da kommen wir wieder zu der Frage, ja, wir sind hier, wo sind wir nützlich? Ne? Über die Wir-Karte lässt sich schnell herausfinden, wer in der Nähe auch gerade für das IHR arbeitet. Bewusst und so, dass man das mit dem zusammen machen kann. So ist man schnell sicher vernetzt und kann mit anderen gemeinsam oder allein arbeiten, findet aber Hilfe, wenn nötig. Jeder kann dann weiter sein Ding machen, aber ne, wir machen das ja auch. Ein Teil macht sein Ding, ich mache mein Ding, die Russen machen ihr Ding und trotzdem Thomas und alle machen ihr Ding. Und so vieles davon können wir aber immer wieder zusammen machen und das bringt uns gut vorwärts. Legalität und Legitimierung. Wir sind alle souverän. Jeder arbeitet für sich und in eigener Verantwortung. Blinder Gehorsam und externe Autoritäten sind uns nicht mehr dienlich. Wir folgen einem Gesetz, eher einer logischen Schlussfolgerung. Richte keinen Schaden an, dann kannst du tun, was du willst. Mehr brauchen wir nicht, akzeptieren aber, dass Menschen um uns herum andere Gesetze und Autoritäten anerkennen und für real halten. Damit haben wir auch überhaupt gar kein Problem, passen uns gern an. Und brechen keine bestehenden Gesetze. Erkennen allerdings auch deren Autoritäten nicht an. Das sind Brüder für uns. Auf Augenhöhe. Wir erlauben uns allerdings im gleichen Respekt uns selbst gegenüber, diese Gesetze zu beugen oder einfach zu umgehen, wenn man das kann. Wir brechen sie nicht. Wir machen nichts Illegales. Explizit nicht. Wir können nämlich leider nicht zulassen, dass wir uns an unserer Arbeit hindern. Das IHR wird legitimiert durch das Leben selbst. Bei Bedarf bitte im universellen Infocenter in der Abteilung Selbsterhaltungstrieb weitere Informationen anfordern. Damit steht es auf gleicher Stelle mit allen anderen scheinbaren Autoritäten oder Aufsichtsgremien der menschlichen Weltbevölkerung. Anerkannt ist, was du in deinem Kopf anerkennst. Überleg dir gut, was du anerkennst. Bloß weil irgendwelche Leute die NATO anerkennen oder Deutschland oder sonst was, musst du das nicht auch tun. Obwohl jeder IHR-Mitarbeiter völlig eigenständig arbeiten kann und auch ohne Aufträge etwas zu tun findet, kann man das IHR natürlich jederzeit auch um Hilfe bitten. Wer seinen Besitz verfallen sieht, ist vielleicht gar nicht so verlegen um unkomplizierte Hilfe. Ja, hier sieht man, dass der Text auch noch so viel zu lang ist, es war ein Entwurf. Trotzdem will ich hier erläutern. Bitte die Zeit in Kauf nehmen. Na, wenn ihr das euch irgendwie interessiert, dann
ist das hier eine der Sendungen, wo es gerade die meisten Informationen zum Thema gibt. Die IR-Karte findet ihr jederzeit unter dem Reiter IR-Karte auf der Wir-Karte, auf www.wirkarte.de. Ferner findet, also wie gesagt, in meinem Optimalfall, so hätte ich es gerne gesehen. Ferner findet sich alles Mögliche beigesteuert zum Thema unter dem Hashtag IR auf Facebook, Twitter, YouTube, Google+ und anderen gängigen Netzwerken. Aktive IHR-Mitarbeiter sind als solche in ihrem Wirkartenprofil markiert und können dort direkt kontaktiert werden. Diese Werkzeuge globaler Vernetzung ermöglichen es den einzelnen Mitarbeitern via Video- und Fotoartikeln immer weiter aktuell über alles zu berichten. Wer ein Video oder Foto hochlädt, packt einfach den Hashtag IR mit in den Titel. Einfacher und effektiver geht's nicht. Dabei berichten wir aus eigenen Erfahrungen direkt von der Quelle und sind auf korrekte Mainstream-Medienberichterstattung nicht angewiesen, um dennoch immer mehr Menschen zu erreichen. Offizielle Fragen oder Anfragen, Anmerkungen, bla bla, Pressesprecher, Botschafter, mich, weil ich einfach die Verantwortung für das Konstrukt gerade übernehme. Wer damit Probleme hat, kann sich gerne jederzeit an mich wenden, da weiß ich gerade alles drüber. Seinen Posten bei mir, ja, habe ich schon erzählt, kann alles werden, so brauche ich jetzt nicht erzählt. Ja. Be creative, take action. Manchmal fragt man sich, worauf eigentlich alle noch warten. Schließlich sieht es offensichtlich jeder, dass wir geschlossen auf einen Abgrund zurennen, den selbst Massenmedien nicht mehr vertuscht bekommen. Warum ändern wir den Kurs nicht? Die Antwort ist einfach. Der Mensch als solcher ist trotz aller vermeintlicher Abspaltung von allem ein Gesellschaftswesen, das ungern allein dasteht. Und offensichtlich jeder weiß, was gemacht werden müsste. Jeder hat gemacht, wenn du da Leute alle zuhörst, weiß jeder, was man eigentlich tun müsste. Und solange es aussieht, als würden alle gerade was anderes machen, traut sich keiner so recht damit anzufangen. So, jetzt ist hier wieder bla bla, das könnt ihr euch alles dann auf der Seite durchlesen, das ist gerade hier nicht so wichtig, das geht wieder um das Spiel, da komme ich gleich aber nochmal drauf zurück, die Installation des Weltfriedens, und hier sind wir dann aber auch schon am Ende, alles hier ist völlig freiwillig, jeder kann kommen und gehen, wie er will, handelt einfach respekt- und liebevoll, und ihr seid schon dabei, ob ihr wollt oder nicht, oder ob es euch bewusst ist oder nicht, macht es euch einfach bewusst. Wer Gutes tut, wer konstruktiv arbeitet, ist ein Teil des intergalaktischen Hilfs- und Rettungstrupps auf der Erde. Das ist das, was ihr dann tut. Ihr baut auf. Und die, die destruktiv sind, die sind es halt eben nicht. Und oftmals sind wir beide mal so, sind wir alle mal, ne, mal sehr gedankenlos, fängt man automatisch nur einfach an, sein Leben zu beobachten, kommt man viel mehr Klarheit darüber, was denn sinnvoll zu tun ist und was eigentlich wirklich konstruktiv ist, was aufbauend ist. Und dann merkt man, ja, okay, gut, dann bin ich wohl ein Teil dieses Aufbautrupps, dann kann ich mich da auch gerne zu bekennen. Je mehr ich das tue, desto mehr bin ich selber angehalten, wirklich konstruktiv zu sein. Das ist ein Spiel, das kann man nutzen. Und wenn man es spielt, erlebt man solche Sachen. Das nur mal als Anmerkung, ne? Also auch andere, die vom IHR überhaupt noch nichts gewusst haben, tun aber genau die Arbeit, die sie quasi als IHR-Mitarbeiter für andere identifizieren. Ich brauche nicht zu gucken, wer auf dem Namen steht. Ich sehe, was wer tut, und dann sehe ich, ach guck mal, das ist einer von meinen. Um das Ganze zum Ende zu bringen, bei wie vielen Minuten sind wir? 40. Fast. Das hat schon fast gedacht. Fast. Okay, wir kriegen das. Der dritte Punkt auf meinem Wish hier ist ein Shoutout an die Wir-Gemeinde. Wenn euch das, was ich euch jetzt die ganze Zeit über den IHR erzählt habe, sinnig vorkommt, und ich bin überhaupt nicht beleidigt, wenn es nicht ist, dann ist das halt nur für uns und nicht für alle. Mir reicht. Das ist okay. Ne, wie gesagt, wir bitten hier nicht. Das haben die, glaube ich, auch. Das hat Gas gestern völlig falsch verstanden. Ich bitte hier nicht um was.
Ich biete was an. Das macht einen immensen Unterschied. Und wer das nicht haben will, der braucht das nicht zu haben. Aber da hier 2.288 Leute in der Wir-Gemeinschaft drin sind, finde ich es ein bisschen unfair, wenn drei Leute entscheiden, dass die anderen es nicht wollen, weil sie Angst um ihre AGBs haben und dass die Seite runter. Wie hält sich denn bitte WikiLeaks am Laufen? Sorry, aber dann seid ihr Pappnasen. Dann habt ihr eure Seite nicht ausreichend abgesichert bei all den ganzen Spektakel, die ihr das drum gemacht habt. Als einfacher Karten-User, nicht als Teammitglied oder sonst irgendwas, als einfacher Karten-User, wie jeder einzelne von euch auch, möchte ich die Frage stellen: Wer hätte dieses Tool gerne auf der Wirkarte? Wer würde es darauf gerne sehen? Und zwar nicht irgendwo in irgendeinem Forum untergebaut, sondern wirklich als direkten Zugriff, dass man es schnell sieht, schnell finden kann und Zugriff drauf bekommt und Zugriff auf die Möglichkeiten, die es bietet, damit man es nutzen kann. Man wird mir wieder natürlich entgegenwerfen, der Bauchi versteht das nicht, das hat aber alles bla und rechtlich und bla, und dann sage ich einfach, das versteht denn mir er nicht. Der hat mit rechtlich nichts zu tun. Wir haben mit deren rechtlich einfach nichts mehr zu tun. Versteht ihr auch nicht, weil ihr die ganze Zeit nur mit deren Rechten beschäftigt seid. Ihr müsstet es mal einfach sein lassen, dann würdet ihr verstehen, wovon ich rede nach Jahren. Macht es, wie ihr wollt. Äußert euch dazu. Äußert euch im Wir-Forum oder hier unter den Videos als Kommentare oder sonst irgendwas. Macht meinetwegen eine Abstimmung. Ich kann da gerade nicht viel machen. Ich gebe es einfach an euch weiter. Ich gebe es weiter, ich biete es an. Und jetzt guckt ihr einfach, wie ihr Initiative ergriffen bekommt, um es irgendwie möglich zu machen. So, dann kann es natürlich sein, dass ihr alle dafür stimmt, dass ihr das haben wollt oder der Großteil. Dann kann es natürlich sein, es kann natürlich sein, dass der Großteil sagt, nee, Bauchi, mach das mal getrennt, akzeptiere ich das, überhaupt gar kein Problem. Kann aber auch sein, dass ihr alle wohl dafür stimmt und die drei da oben an der Spitze immer noch sagen, nee, 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 nee. Dann brauchen wir einen Plan B. In dem Fall direkt schon. Kann von euch irgendwie eine solche Seite programmieren? Ist das machbar? Stefan hat gesagt, wir können das Tool benutzen, aber schrieb dann noch irgendwas dahinter, was ich nicht verstanden habe, weil ich nicht verstanden habe, weil ich nichts davon verstehe. Und so mit irgendwas, was müsste irgendein Server und bla und. Ne? Das kann man dann mit Stefan. Also ich bin mir sicher, dass, ne, wie gesagt, seht das, ich weiß, ihr werdet euch bestimmt jetzt gerade tierisch übergangen fühlen, aber wenn ich das hier nicht einfach offen ehrlich ausspreche, dann bin ich untreu. Entschuldigung, kann ich gar nicht zulassen. Ich habe überhaupt kein Problem mit euch. Es geht hier gerade ausschließlich um diese Sache und euer Verhalten darin. Ja, ansonsten seid ihr weiter, meine Geschwister. Ich habe kein Problem mit euch. Wäre halt eben Plan B-Möglichkeit, wodurch dann halt auch okay ist, wenn die Spitze der Wirkarte sagt, nee, sowas wollen wir nicht haben. Ja, dann ist die Wirkarte demnächst verkommen zu einem Kaffeekränzchen-Dating-Webseite. Und dafür bleibt sie dann aber wenigstens stehen, weil die AGB nicht angetastet wird. An jeden von euch noch die Einladung, ein Teil des IHR bewusst zu werden, wenn ihr sowieso denkt, da eigentlich. Guckt einfach mal, was in euch passiert. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr es gut findet, auch ein Teil des IHR zu sein. Und dann können wir uns hier gegenseitig in der Folge noch schön weiter inspirieren, was das bedeutet, wie man das machen kann. Und jetzt, ab jetzt schon, halt eben das auch möglich, was ich eben im Text vorgelesen habe. Ganz unabhängig von der Wirkarte, ganz und es ist möglich, die Wirkarte würde es sehr viel vereinfachen. Jetzt machen wir es halt ein bisschen komplizierter. Aber wenn ihr irgendwas, was mit dem Thema IHR zu tun habt, Anfragen an den IHR, die könnt ihr gerne auf meine Seite posten oder halt eben direkt an Leute, wo ihr merkt, ah, ist auch IHR und der hat da, ne, direkt posten, direkt anschreiben. Setzt das Hashtag davor, dieses Kreuzchen, die Raute und dann IHR. Ach so, und da fällt mir noch was hier auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter und auf Google Plus. Da wird das Hashtag mittlerweile benutzt, wenn man dann einfach danach sucht und ihr googelt nach Hashtag ihr,
kriegt ihr die ganze Latte, kriegt ihr alles auf einmal auf der Google-Ausgabeseite. Jetzt habe ich vergessen, hier stand noch was. Warte mal. Ja, egal. Finde ich gerade nicht, sollte es wohl nicht sein. Ach so, zum Thema Spiel fällt mir hier gerade noch ein. Online-Gaming und so weiter. Ich setze den Link zu dem Text aufs Skript. Setze in die Videobeschreibung. Und auf meinem Skript-Account findet ihr auch mein Buch Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Online-Gaming. Und da findet ihr auch dieses erste Spiel in dieser Art, das bewusst dann halt eben so gespielt wurde, das Nuera-Spiel, schon seit 2006 oder noch älter, aber immer noch sehr sinnvoll. Ja, und dann, ne, steht hier noch, wir sind das Ihr. Das ist nämlich, ach ja, die Doppeldeutigkeit. Da war das Wort, was ich. Ne, Alrun meinte gestern, ja, ihr ist aber so, das ist aber so ein Finger auf und ja, genau. Wie viele Leute umgekehrt reden von einem Wir und verlassen sich aber trotzdem ständig auf andere. Ich mache gerade mit dem Finger ihr und weiß einfach, dass ich mit drei Fingern auf mich zeige. Ja, diese Doppeldeutigkeit ist da, sie ist sogar bewusst und sie ist sehr nutzbar. Und ihr und wir passt, finde ich, wunderbar zusammen, weil eben das Ihr, das Wir ist. Es gibt nur das eine. Sollte langsam mal allen klar werden, die mit ihren Fingern auf irgendwelche Verantwortlichen zeigen und von denen fordern und Petitionen stellen und so. Und ihr seid das alles schuld. Und euretwegen ist unser Leben so scheiße. Und ich sage euch, nee, euer Leben ist euretwegen so scheiße, wenn es so scheiße ist. Aber daran könnt ihr was ändern. Und das ist das Gute daran. Ich mache hier nochmal, weil es irgendwie mit zu eben schon aufkam, mit Basisdemokratie und solche Spielchen spielen. Demokratie funktioniert ausschließlich auf Meinungsfreiheit und einem entsprechenden Artikel in der Verfassung, die Deutschland ja bekanntlich gar nicht hat, sondern nur im Grundgesetz, aber dafür viele Leute, dass das geltende Gesetz in Deutschland ist, möchte ich Ihnen nochmal darauf hinweisen, wie wichtig euer Artikel 4 Absatz 1 und 2 ist. Euer Recht auf Religions-, Meinungs- und Überzeugungsfreiheit. Und ich sage es so deutlich, weil ich weiß, wie sinnvoll es ist, darüber immer wieder mal nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, dass selbst das Grundgesetz ein Recht auf Meinungs- und Überzeugungsfreiheit zusteht. Und dass jeder Staat, der sich demokratisch nennt, muss einen solchen Artikel drin haben. Weil ansonsten wäre die Rede von, ist ja keine Demokratie dann. Aber über Bildzeitung und bla bla, bild dir deine Meinung, haben sie euch da richtig an die Eier gekriegt. Ihr habt nicht euer Bild im Kopf, wenn ihr solche Sachen konsumiert. Macht euch das bewusst. So, ich glaube, das war's. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Wenn das ihr zu Hilfe kommt, ne, dann wird alles gut. Dann, wenn das IHR mit seiner Arbeit durch ist hier, dann kann ich mich auf ein Segelschiff setzen und auf diesem Planeten einfach durch die Gegend fahren. Und jeder andere von euch kann auch machen, was er will. Hier geht es nicht um Strafen oder illegale Handlungen oder Aufruf zu irgendwas. Hier geht es um Inspiration, hier geht es um Möglichkeiten und die Frage, was machst du draus? In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Lasst es euch gut gehen. Denkt mal drüber nach. Fühlt euch hier jederzeit willkommen. Ne? Und hier, Frieden.